Schluss sind unsere Erinnerungsflüsse noch nicht durchgegangen, beziehungsweise ja, zum Mittag durch so manche Erinnerungen muss man da erst neue Befähigungen, neue irgendwie ja, echte Zuständigkeiten verteilen und so weiter. Wir sind so einfach. Jedenfalls freuen wir uns, dass wir halt sozusagen, ja, das erste Mal oder zumindest das erste Mal wieder ernsthaft oder schon in Vorbereitung für morgen jetzt quasi ja, wieder gemeinsam gemeinsam die Medaille drehen. Jetzt haben wir zwar heute nicht den Gruß von morgen, haben wir allerdings halt einen Kompromiss finden müssen aus den, dass die Fahrer, die noch kein Trikot haben, das Trikot freigeschalten kriegen. Ich hoffe, das funktioniert auch, so wie geplant. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir Leute dabei, die jetzt nur auf Discord mithören, aber nicht mitfahren. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt, wenn ihr jetzt nicht fahren könnt, könnt ihr quasi euch zum Ride einloggen. Baut dazu auch keine Sensoren koppeln. Ihr müsst im Prinzip nur in den Ride einsteigen und stehen bleiben. Und sobald die Zeit, also die 60 Minuten runtergelaufen sind, jetzt das Trikot freigeschalten. Und mit dieser Late-Join-Funktion fängt es quasi bis zu 30 Minuten bei dem Zwift-Event später einsteigen. Ihr müsst halt, also auf der Companion-App könnt ihr das Event nicht mehr auswählen. Ihr müsst jetzt dazu wirklich dann ins Spiel einsteigen. Kann man theoretisch auch am Handy ausmachen, wenn man es installiert hat. Und dann funktioniert es soweit. Genau. Also wie gesagt, die Strecke ist jetzt heute die falsche und Anführungszeichen. Normalerweise fahren wir immer am Montag den Kurs ab von der Strecke am Dienstag, also von morgen. Und ich bin da, also jetzt heute, kein Problem, bin ich quasi der Moderator sozusagen. Nächste Woche werde auch das Ino diesen Part übernehmen. Aber dann in 14 Tagen ist ja bei uns dann am Montag die Premier Division, wo jetzt heute offiziell bekannt gegeben worden ist, dass das eben von GCN jetzt gestreamt wird. Und da wird dann sicher jemand anderer den Ride sozusagen leiten und einfach über die Runde führen. Jetzt in dem Fall kann ich das noch machen. Und wer mit euch einfach jetzt ein bisschen durchgehen oder den Ablauf von Time Trial oder Team Time Trial nochmal wiederholen. Ich würde auch bitten, dass ihr euch mutet. Von Martin ist noch ein Nebengeräusch, Martin Eicham. Jetzt muss ich schlecht verstehen. Dass man da eine Zwischengeräusche. So, jawohl. Okay. Also, Team Time Trial, wie funktioniert das? Grundsätzlich, vielleicht noch allgemein, ihr habt seit gestern, seid ihr in einer Division zugeteilt, also sprich Kategorie A, B, C, D und Division 1, 2, 3, 4, 5. Und Division 1 ist quasi sein die vermeintlich besten Teams. Und wie wir schon wissen aus der letzten Saison, passt es nicht immer wirklich, dass in der fünften Division die vermeintlich schwächsten Teams fahren. Aber es sollte eigentlich so sein, in der Theorie, dass je tiefer die Division, umso
eher ich sehe eben leichteres Rennen. Aber wir wissen, dass es immer einem gewissen Zufallsfaktor unterliegt und ja, nicht immer ganz hinhaut. Also wir haben ja die Erkenntnis gewonnen, dass es oft gar kein Nachteil ist, in einer niedrigeren Kategorie zu fahren, weil es gibt eigentlich immer irgendeine Mannschaft oder andere Mannschaften, die dann trotzdem stark sein und schwer zu schlagen. Also man kann sie auch in einer niederen Kategorie noch gut betteln. Und im Umkehrschluss, was leider auch passiert ist, dass halt relativ schwache Teams mit vielen Aufsteigern in der Kategorie ganz oben kommen sein und dann halt so im hinteren Drittel sich abgekämpft haben. Das hat sich heuer zum Glück ein bisschen verbessert, beziehungsweise haben wir auch die Teams dann, glaube ich, besser dafür, im Prinzip die Fahrer passender zugeteilen oder zuteilen können wie letztes Jahr. Und da kann man bei Bedarf ein bisschen anpassen. Jedenfalls, ihr habt jetzt eine Kategorie und euer Team hat eine Division. Und Divisionen sind immer so, also ihr fahrt in der Zeitzone East oder Mittel oder Afrika oder Zentral oder was auch immer. Und die erste Division startet um 19 Uhr, die zweite um 19.01, die dritte Division um 19.02. Und so habe ich die Startzeiten in unsere Excel-Liste eingetragen. Da könnt ihr nachschauen. Und ihr seht es ja auch, wenn ihr euch mit dem Racelink von eurem Kapitän anmeldet, seht ihr in der Companion-App genau die Startzeit. Und beim Team-Time-Trial ist dann quasi die Besonderheit, dass ihr für jedes Team gibt es, ja, Holger, Idiot, Entschuldige, für jedes Team gibt es einen eigenen Start-Delay und den müsst ihr einhalten. Das heißt, der Teamkapitän schickt euch den Link und die Information, wie viel Startverzögerung ihr habt. Und erst dann dürft ihr losfahren. Und ihr müsst halt bitte beim Team Time Trial unbedingt auf Discord gehen, damit ihr halt auch die Startzeit zuteilen könnt. Also, dass einfach Kommando kommt, 10, 9, 8, 7, 6 und bei 5 würde ich losfahren. Ja, das ist so das Ideale, weil bis alle in Schwung sein und über die Startlinie drüber rollen, kann man sich 5 Sekunden ganz gut leisten, früher loszufahren. Ansagen tut am besten der Kapitän oder wenn der Kapitän nicht am Start ist, entweder anderer Fahrer. Ja, gib mir Ruhe, Holger, meine Güte. Ja, wissen wir ja alle warum. Ist ja kein Wunder, oder? Aber egal. Naja, sollen Sie wettern. Im Prinzip, es empfiehlt sich fürs Team Time Trial halt sehr, jemanden zu haben, der mit diesem sogenannten Team View einfach als wachendes Auge sozusagen mitfahrt, Kommandos gibt und dementsprechend das Team auch führt und sagt, ihr habt jetzt eine Lücke oder alle sind da und eben wann ist der Start. Und ihr solltet auf jeden Fall zwei Leute haben, die mit der Stoppuhr mitstoppen, wann ihr losfahren müsst. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, der Banner vom Event geht auf Null und dann steht ihr da und dann habt ihr keine
ihr habt keine Uhr mehr. Also ihr müsst selber stoppen, wann es losgeht. Und wenn ihr das vergesst oder wenn bei demjenigen, der eingeteilt ist, das Discord abschmiert oder die Stoppuhr ausfällt oder er es vergessen hat oder irgendwas, dann braucht es ein Backup. Also macht euch heute schon aus, wer es übernimmt. Werde ich zwar Fahrer sein, die Stoppuhr machen, damit dann das Team auf jeden Fall weiß, wann es losgeht. Und das ist eigentlich schon mal ganz was Wichtiges. Wenn der Start funktioniert hat, alle losgefahren sein, keiner irgendein technisches Problem hat oder stehen bleibt am Start oder verloren gegangen ist, dann ist einer schon viel gewonnen. Und nach dem Start, beim Team-Time-File ist halt im Prinzip so, ihr solltet jetzt eine Linie bilden, also ihr solltet jetzt hintereinander fahren, was schneller ist, als wie nebeneinander zu fahren. Und dazu muss der erste Fahrer einfach deutlich mehr Watt treten, wie die hinteren. Und das läuft zur Folge. Der erste Fahrer muss vorne ziemlich reintreten, wird müde und zwenkt irgendwann ab, also aus, und übergibt dann an den nächsten Fahrer, wie ein belgischer Kreisel, wie beim Radrennen. Auf Eurosport, wenn ein Fahrer nach dem anderen durchkreiselt und der zurückfällt, der hängt sie wieder hinten rein, während er im Windschatten ist, versucht er sich zu erholen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kommt er wieder dran. Und je mehr Erfahrung man in der Disziplin halt hat, umso besser kann man halt auch sagen, wer kann wie lang vorne fahren, bei welcher Wattzahl. Und dann kann man sich halt auch ausrechnen, wie lang können die anderen hinten raschen. Nur für die ganzen Rechnungen haben wir jetzt eigentlich noch viel zu wenig Daten. Also sprich, viele von euch sind jetzt im Sommer entweder mehr gefahren, haben eine bessere Form wie letztes Jahr, oder sind weniger gefahren und haben eigentlich noch mit der Umstellung, dass sie jetzt wieder auf Zwift fahren, natürlich zu kämpfen. Das ist ganz normal. Und von daher ist es ganz, ja, für uns jetzt macht es keinen Sinn, jetzt irgendwelche Berechnungen anzustellen, wer gerade wie gut ist oder welche Leistungen abrufen kann. Und lass die ewigen Nörgler mit AVT hinterm Namen einfach kommentieren, was sie wollen, sollen sie machen. Okay, wir machen weiter, so gut wie es geht halt, trotz der ganzen Zwischenrufe. Ignoriert es einfach, was da geschrieben wird. Die wissen ja alle nicht, dass wir da auf Discord sein. Also sprich, für einen Außenstehenden mag es so ausschauen, als wäre das alles ein bisschen chaotisch, aber ja, das ist halt normal so. Also braucht es auch nichts denken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Gruppe, wo ihr mitfahren könnt. Nehmt es auch nicht zu sportlich, weil es sind immer ein paar Leute dabei, die was halt auf Vollgas fahren. Und für euch soll es ja doch irgendwie nicht jetzt zu hart sein, weil euer Rennen ist halt morgen und nicht heute. Ja? Also seid euch da nicht zu schade, in irgendeiner hinteren Gruppe mitzufahren und dementsprechend es heute locker zu nehmen. Gut, ich war gerade dabei zu erklären, wie das funktioniert mit Führungswechseln und so weiter. Ja, Holger, ich glaube, es ist eh besser, du gehst einfach raus und lass uns in Ruhe, aber ja. Im Prinzip, der erste Fahrer fährt vorne,
Und in der Regel, die beste Ablösezeit ist so zwischen 30 Sekunden und wenn jemand ganz stark ist, eine Minute. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn jemand 2 Minuten lang vorne fährt. In der Regel wird er dann einfach zu langsam. Also sprich, das Tempo in der Gruppe wird zu langsam und dadurch verliert man gegenüber der Konkurrenz einfach viel Zeit. Das Optimum für so Team Time Trial ist eigentlich so eine Wechselzeit, dass man, wenn man alle Fahrer zusammenrechnet, wie lange die vorne fahren, dann sollten da ungefähr 2,5 bis 3 Minuten rauskommen. Das wäre ideal. Und damit man das schafft, beziehungsweise damit man auch verschiedene Leistungsträger im Team entsprechend einplanen kann, haben halt im Prinzip starke Fahrer, schwerere Fahrer, die höhere Werte treten können, längere Führungszeiten, als wie jetzt zum Beispiel besonders leichte Fahrer, die halt eigentlich beim Team-Time-Trial, die meistens sehr flach sein, eher Nachteile haben. Das heißt, ein Fahrer, der höhere Watt treten kann oder einfach stärker ist, von Watt pro Kilo, der fährt länger vorne. Ein schwächerer Fahrer, der fährt kürzer vorne und hat dann dadurch eine längere Zeit, wo er hinten im Feld sich erholen kann. Und ihr müsst da aufpassen, weil besonders die leichten Fahrer, und das gilt, obwohl ich bis jetzt nicht gegendert habe jedes Mal, natürlich auch für die Damen, die leichten Fahrer haben halt beim Team-Time-Trial immer die Gefahr, dass sie sich aufstufen. Also zumindest, wenn sie am oberen Ende ihrer Kategorie stehen. Und es ist leider Gottes jetzt an der Anfang von der Saison besonders gefährlich, aber generell ein Problem, wenn sich beim Team-Time-Trial jemand aufstuft, dann wird die ganze Mannschaft disqualifiziert. Also 0 Punkte fürs komplette Rennen. Und das ist halt bitter. Also in der Quali bei den 2 Rennen ist jetzt vielleicht noch irgendwie auszubügeln. Allerdings, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das werden am Ende. Ob jetzt die Qualifikationsrennen am Ende mitzählen in die Gesamtwertung oder nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die neuen Teams die Quali fahren müssen und die alten Teams eigentlich nicht verpflichtet sein zu starten, aber dass es wahrscheinlich irgendeinen Punkteabzug oder irgendeine kleine Strafe oder Penalty gibt. Oliver, kannst du die bitte muten? Dass es dann ein bisschen eine Strafe gibt, irgend sowas. Aber wir wissen da nicht mehr, als wie WTL dazu halt veröffentlicht hat. Also, wir haben auch nicht alle Teams am Start. Bei vielen Teams fehlen einfach zu viele Fahrer, für die jetzt der Grundstart aus verschiedenen Gründen noch zu früh ist. Die haben teilweise noch kein Trikot oder haben noch keine Kategorie auf Zwiftbauer, weil sie noch keine Rennen haben. Oder Team hat sich in ein bisschen letzter Minute erst gebildet. Es haben sie einfach für morgen noch nicht genug Fahrer angemeldet. Und ihr müsst euch so vorstellen, es müssen 4 Fahrer ins Ziel kommen, sonst kriegt auch das ganze Team 0 Punkte. Also ihr könnt es euch nicht erlauben, morgen nur zu dritt ins Ziel zu fahren und irgendjemand abzuhängen, weil der 4. Fahrer löst die Zeit aus und die Zeit zählt fürs ganze Team. Also ihr müsst euch wirklich darauf konzentrieren, zusammen zu bleiben und die schwächeren Fahrer zu schonen. Und das heißt halt auch, wenn sich jemand nicht gut fühlt
oder einfach generell merkt, dass er zu schwach ist, um vorne zu fahren, dann müsst ihr ihn auch konsequent schonen und dann sollte derjenige auch einfach ganz hinten immer fahren. Nur schauen, dass er dabei bleibt und die anderen müssen dann vorne quasi alleine kreisen. Annie, bei dir, du bist auch noch nicht gemutet, bitte. Also sprich, ihr müsst über Discord kommunizieren, wie es euch geht. Wenn jemand sich zu schwach fühlt oder einfach merkt, dass er keinen guten Tag hat, dass es zu heiß ist oder was auch immer, die Gründe sein, Seitenstechen oder Übelkeit oder was auch immer, ihr müsst halt schauen, dass ihr auch das schwächste Glied in eurem Team so weit Rücksicht nehmt, dass ihr als Team gut durchkommt. Und ihr habt ja den Vorteil, unter Anführungszeichen, dass man im Windschatten bis zu 30% Energie sparen kann. Also wenn man nur hinterherfährt, braucht man 30% weniger wie die anderen Fahrer, die sich vorne abwechseln. Aber man muss halt auch konsequent im Windschatten fahren. Und das ist ja gar nicht so leicht. Also wenn ihr jetzt im Group Ride schaut, ihr fahrt da irgendwo mittendrin zwischen die Fahrer und ihr habt immer wieder so Situationen, wo euer Avatar durch andere Fahrer durchfährt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Mal, wenn euer Avatar an einem anderen vorbeifährt oder durchfährt, dann gibt es so eine Art Reibungsverlust. Den Sticky Draft nennt man das. Und der ist beim Team Time Trial halt besonders hinderlich, weil jedes Mal, wenn man sich gegenseitig überholt, bremst man sich dadurch. Und deswegen muss man schauen, dass man möglichst wenig Überholvorgänge hat. Und da gibt es einen Trick. Wenn, so wie jetzt, alle ungefähr die gleiche Leistung treten, dann ist der Sticky Draft relativ groß. Wenn der eine gerade sprintet und der andere tretet umso weniger Watt, dann ist der Sticky Draft so gut wie null. Dann geht es viel leichter. Das heißt, bei diesem Überholvorgang, der ja notwendig ist, um einen Fahrer von vorne hinten einzureihen, da muss oder ist besser, wenn der Fahrer, der nach hinten fällt, die Wattleistung deutlich reduziert und die anderen Fahrer, die an ihm vorbei wollen, kurzzeitig ein bisschen schneller treten, also ein bisschen mehr Leistung bringen, um an dem anderen Fahrer vorbeizufahren. Das reduziert den Sticky Draft. Also das heißt, ein Fahrer, der vorne war und nach hinten gehen will, der sagt dann über Discord an, Wechsel in 5 Sekunden. Dann wissen die anderen, okay, jetzt in 5 Sekunden wechselt der Fahrer von vorne zurück. Und dann weiß der Nächste schon, okay, in 5 Sekunden muss ich mehr Leistung bringen, weil dann bin ich derjenige, der im Wind steht. Und muss quasi schauen, dass ich das Tempo an der Spitze möglichst gleichmäßig halten kann. Und so muss ich im Prinzip meine Watt steuern oder beziehungsweise eigentlich dreht man eine Wattzahl, aus der man aus Erfahrung weiß, dass die anderen die mitgehen können im Windschatten. Also man fährt jetzt nicht mit der fest vorgeschriebenen Geschwindigkeit, weil wenn es berghoch geht, ist man langsamer und wenn es bergunter geht, ist man schneller. Deswegen fährt man nach Watt und nicht nach Geschwindigkeit. Und man versucht dann den Fahrer, der nach hinten geht, so zu schützen,
dass er, wenn er dann hinten ist, auch wieder gut einsteigen kann. Und nicht abreißt. Weil das ist halt die Gefahr, wenn jemand vorne fährt, ist er müde, dann fällt er zurück und dann muss er hinten den Anschluss finden. Und das ist eigentlich der schwierigste Moment. Und da muss man im Team auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ihr habt es immer wieder oben, wenn ihr einen gewissen Abstand habt zum Vordermann, leuchtet so eine Meldung auf. Lücke schließen, 3 Meter Abstand, 4 Meter Abstand. Jetzt beim Group Ride sieht man das relativ selten, weil eigentlich immer so viele Fahrer da sein, dass ihr ohnehin voll im Windschatten seid. Beim Team Time Trial morgen müsst ihr versuchen, wirklich konsequent hintereinander zu fahren, weil wenn ihr nebeneinander fahrt, so wie jetzt, dann gibt es immer diesen Sticky Draft und ihr seid viel langsamer, als wenn ihr hintereinander fahren würdet. Das heißt, der vorne fährt das Tempo und die hinten müssen versuchen, nur so schnell zu fahren, wie unbedingt notwendig ist, um dran zu bleiben. Das heißt, wer vorne fährt, muss sich quasi quälen. Und wer hinten fährt, muss sich so gut wie möglich schonen, um für seine nächste Führung fit zu sein. Das heißt, hinten so wenig Watt wie möglich. Und wenn man natürlich versucht, so effizient wie möglich jemanden hinterher zu fahren, dann hat man eigentlich immer oben den Abstand. Weil dann versucht man ja nicht direkt am Hintermann dran zu kleben, sondern anders wie im echten Leben hat man wirklich bis zu 5 Meter Abstand den gleichen Windschatten, egal wie nah man am Vordermann dran fährt. Und das müsst ihr ausnutzen. Das ist wie, wenn man das kann, dann kann man richtig gut und richtig schnell Team Time Trial fahren. Ihr müsst es lernen, dass ihr am besten immer mit 2 bis 3 Meter Abstand zum Vordermann fahrt, weil dadurch kann es euch umso weniger passieren, dass ihr, wenn der Vordermann mal die Leistung reduziert, dass ihr denjenigen überholt. Und umgekehrt, wenn vorne mal das Tempo angezogen wird, weil jemand zum Beispiel in der Spitze zu viel Watt tretet, dann habt ihr nur ein bisschen Zeit, um zu reagieren, bis ihr nach, wenn es 6 Meter Abstand sein, dann verschwindet die Meldung. Und dann habt ihr vollen Gegenwind. Also ihr müsst immer schauen, dass ihr innerhalb der 5 Meter bleibt. Und solange ihr da drin seid, habt ihr vollen Windschatten. Das seht ihr auch, wenn ihr ein normales Fahrrad fahrt, also kein Thronbike, dann seht ihr das auch an der Position von eurem Avatar. Wenn der Avatar aufrecht sitzt, dann hat er Windschatten. Wenn er in Unterlenker geht, dann steht er im Wind. Und das Interessante ist oft, es kann sogar sein, dass ihr auf Position 2, 3 oder 4 fahrt und euer Avatar ist trotzdem im Unterlenker. Da seht ihr oftmals, wie sprunghaft das Spiel ist, weil das immer wieder verzögert erscheint. Und dementsprechend ist manchmal schwierig, die Position zu halten, weil jemand anderer, auch in der Reihe, ist vielleicht fälschlicherweise im Wind, wird dadurch abgebremst. Und ihr werdet vielleicht durch die Wattzahl, die ihr gerade tretet, am anderen vorbeigedrängelt und werdet dadurch abgebremst. Das heißt, wenn man sehr vorausschauend fährt und das
ins Gespür, ins Gefühl bekommt, dann kann man, bevor das passiert, deutlich die Watt reduzieren, weiter mit abgebremst und hat sich halt auch um das, was man dort weniger Watt getreten hat, besser erholt im Endeffekt. Und das ist halt der Schlüssel dazu, um dann bei der nächsten Führung wieder eine volle Leistung im Prinzip abrufen zu können. Und so müsst ihr das sehen. Wenn ihr vorne seid, so gut wie möglich euer Team unterstützen, indem ihr hohes Tempo fahrt, aber halt auch nicht so, dass ihr am Anfang lossprintet wie die Feuerwehr und dann Löcher reißt. Das ist eigentlich der schlimmste Fall. Besser ist, wenn ihr nach vorne kommt, langsam die Wattzahl zu steigern, so, dass ihr das 30 Sekunden bis 40 Sekunden relativ gut halten könnt, wo ihr dann nach eurer Führung deutlich müde seid, aber immer noch frisch genug, um hinten wieder einzusteigen und deshalb eine halbe, dreiviertel Stunde hochzuhalten, solange das Rennen halt geht. So dass ihr alle 3 Minuten circa wieder nach vorne könnt, wieder Führung machen für 30, 40 Sekunden. Manche müssen dann natürlich vielleicht 1 Minute vorne fahren, wenn es ein Team ist mit weniger Teilnehmern oder wo halt vielleicht 2 dabei sein, die schon ein bisschen schwächer sind, müssen dann die anderen halt ein bisschen mehr übernehmen. Aber deckt das morgen einfach als Übung. Es ist jetzt nicht so, dass wenn die Leistung morgen schlecht ist, unter Anführungszeichen, oder wenn irgendeine Panne passiert morgen, dann verliert ihr nicht eure Division oder es geht nichts kaputt. Also ihr solltet euch da nicht verrückt machen, sondern das einfach als Übung sehen. Wir haben ja sehr viele Fahrer und Fahrerinnen, die sehr viel Erfahrung haben im Team Time Trial. Und wir haben auch neue Fahrer dabei. Und ihr müsst euch einfach gegenseitig bestmöglich unterstützen und auch Fehler verzeihen. Ja? Es wird jetzt keiner, der noch nie ein Team Time Trial gefahren ist, da morgen alles perfekt und richtig machen. Also da müsst ihr auch auf dem Discord ganz ruhig bleiben und nicht miteinander schimpfen oder streiten oder fluchen oder so, sondern ganz ruhig bleiben, versuchen möglichst viele Anfängerfragen sozusagen vorher zu klären. Deswegen machen wir ja auch heute das Briefing sozusagen, wo ich mal grob erkläre oder versuche zu erklären, wie das alles funktioniert. Mit dem Startdelay und mit dem Führungswechsel. Und wenn dann noch Fragen bleiben, dann klärt es am besten teamintern. Entweder heute, noch im Laufe des Abends oder morgen beim Warm-up. Und seht es einfach entspannt. Also, wir werden niemanden aus der Liga schmeißen, nur weil morgen jemand da packt. Es gibt andere Teams, die sind wahrscheinlich ganz neu am Start. Die werden das überhaupt nicht beherrschen. Die werden es auch noch schwerer tun wie mir oder wie ihr in euren Teams. Und deswegen seht es ganz locker. Versucht es einfach morgen so gut wie möglich als Team durchzukommen. Und ihr müsst es so sehen. Das ist nicht Anschlag von Anfang bis Ende, sondern es ist Anschlag, wenn ihr vorne fahrt und möglichst gut erholen, wenn ihr hinten seid. Also viele machen den Fehler, dass sie halt an einer Team Time Trial rangehen und denken, dass es abläuft wie Einzelzeitfahren, die ganze Zeit Anschlag. Das ist ganz anders. Im Prinzip ist ein Team Time Trial wie ein Intervalltraining, wie ein Workout auf Zwift. Ich vergleiche es oft mit diesen 1-Minuten Intervallen oder vielleicht 30 Sekunden, je nachdem,
Es ist eher so zu beschreiben wie 30 Sekunden oder 40 Sekunden im oberen Entwicklungsbereich bis Schwellenbereich, je nachdem, wie gut es jemand beherrscht und ob der Rest der Mannschaft dem Tempo folgen kann. Das ist eigentlich beim starken Fahrer immer das Kriterium. Der darf nur so schnell fahren, dass hinten keine Löcher aufreißen. Aber zurück zur Belastung. Ihr könnt euch so Teamtime-Schall vorstellen, wie ein Intervalltraining. Ihr habt 30 Sekunden Entwicklungsbereich, V2 Max über der Schwelle und dann 2 Minuten, 2,5 Minuten im Tempobereich, GA2 ungefähr. So wenig Watt müsst ihr eigentlich leisten, wenn ihr gut draften könnt. Wenn jemand natürlich nicht gut draften kann und immer dem Vordermann oder der Vorderfrau hinten auffahrt und dadurch gebremst wird vom Sticky Draft, dann braucht man viel mehr Leistung hinten. Und ihr müsst das üben, so wie jetzt beim Group Ride auch. Konzentriert euch vielleicht einfach einmal, möglichst wenig Watt zu brauchen, ohne abzureißen. Das ist jetzt vielleicht gerade in dem Moment nicht so ideal, weil das Tempo vielleicht eh schon ein bisschen langsamer ist und sich schon so viele Gruppen gebildet haben. Aber konzentriert euch da auch bei den nächsten Group Rides einmal drauf, vielleicht auch am Anfang, wo so gebolzt wird. Also konzentriert euch mal drauf, wie wenig Watt kann ich eigentlich brauchen, um trotzdem noch dran zu bleiben. Und dann wird euch das eben auffallen mit dieser Abstandsanzeige. Bis 5 Meter habt ihr vollen Windschatten. Und wenn ihr aus dem Windschatten rausfallt, dann habt ihr plötzlich halt totalen Gegenwind, beziehungsweise die Gruppe fährt einfach davon. Und ihr müsst entweder voll sprinten, damit ihr nochmal Anschluss findet, oder ihr seid abgerissen. Und dann könnt ihr nur auf die nächste Gruppe warten. Und beim Team Time Trial ist genau gleich. Wenn ihr immer zu viel Watt tretet, fahrt immer mit dem Vordermann hinten drauf und ihr werdet im Endeffekt beide ein bisschen abgebremst. Also darum ist das nicht nur ein Nachteil für euch, sondern für das ganze Team, weil so unnötiger Überholvorgang kostet immer Geschwindigkeit. Das heißt, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, dass man nur so viele Überholvorgänge macht, wie unbedingt notwendig sein. Aber es ist auch nicht sinnvoll, dass jeder 5 Minuten vorne fährt, damit man möglichst wenig Überholvorgänge hat, weil dadurch kann der vordere Fahrer nur weniger Leistung treten, als wenn er nur 30, 40 Sekunden lang vorne fährt. Und deswegen ist so eine Wechselperiode für das ganze Team am besten um die 3 Minuten, weil dadurch kann man einfach mit der höchsten Wattzahl eigentlich durchfahren. Man muss dann halt schauen, dass man wirklich die 2 Minuten oder 2,5 Minuten, wo man im Windschatten sitzt, wirklich dann auch sozusagen entspannen kann oder beziehungsweise auch die Wattzahl reduzieren, das Laktat wieder abbauen und dann beim nächsten Führung wieder Gas geben kann. Und so ist das Segen. Vorne Vollgas oder halt relativ Vollgas und hinten so wenig wie möglich. Und so die Erfahrung zeigt halt, je in der C- oder D-Kategorie, klar, okay, da gibt es auch Teams natürlich, die das nicht so ambitioniert sehen. Aber die wissen halt oft auch nicht, was ist eigentlich die schnellste Taktik. Wenn jeder 2 Minuten vorne fährt, ist zwar eigentlich ganz fein, weil man muss halt vorne 2 Minuten vorne fahren, aber die hinten, die müssen dann eigentlich überhaupt nicht mehr treten, weil der vorne, der gibt vielleicht 30 Sekunden Gas,
Und dann geht ihm die Luft aus und dann fährt er eigentlich nur mal so halb schnell. Und eigentlich fährt das ganze Team dann zu langsam im Vergleich zu denen, die es halt besser machen. Und ja, das ist einfach aus der Trainingslehre raus so, dass man sagt, ja, je nach Stärke, ich meine, ihr habt ja teilweise ein bisschen unterschiedliche Leistungsniveaus im Team. Und ein 90-Kilo-Fahrer hat einfach beim Team-Time-Trial einen riesen Vorteil gegenüber einem 60-Kilo-Fahrer. Das muss man auch sagen. Und ihr müsst einfach die Qualitäten und die Fahrer in eurem Team so einsetzen, dass sie das Team das Bestmögliche rausholen. Also ein schwerer Fahrer, der mehr Leistung bringen kann, mehr Watt, absolut. Er wird länger vorne fahren und wird müssen mehr Rücksicht nehmen, dass er keine anderen Fahrer abhängt. Und der schwächere Fahrer, der wird nur ganz kurz vorne fahren oder gar nicht vorne fahren, um sich zu schonen, dass er überhaupt mitfahren kann. Und dementsprechend kann er die Mannschaft nicht wirklich unterstützen. Aber ihr müsst es immer so sehen. Je größer die Gruppe, umso schneller ist das ganze Team. Also wenn ein Team mit 6 Fahrern, was ja morgen das Maximum ist, Maximum 6, wenn du 6 Fahrer hast und die treten die gleiche Wattzahl, seien sie viel schneller, als wenn es nur 5 wären. Oder wenn es sogar nur 4 oder nur 3 wären. Also je mehr Fahrer in einer Gruppe hängen, umso schneller fährt man auf Zwift. Und das ist auch das große und der große Unterschied von einem Group Ride. Wenn man alleine ist, hat man keine Chance, eigentlich wieder aufzuschließen, weil man diesen Vorteil der Gruppe nicht hat. Und ihr müsst es immer so sehen, es ist besser, ihr habt am Fahrer nur hinten dran hängen, als wie ihr hängt den Fahrer ab und fahrt mit weniger Fahrern weiter, weil der Fahrer hilft dem Team enorm weiter. Nur weil er da ist, nur weil er im Windschatten mitfahrt, ist das ganze Team viel schneller. Wir haben den Fehler zum Beispiel mal in der Premier League gemacht, und haben auf die letzten 5 Kilometer einen 4. Mann abgehängt. Und dann machen wir nur mehr 3. Und in der Premier Division muss man nur zu dritt sein. Ihr müsst zu 4 ins Ziel fahren. Das ist der Unterschied. Und wir haben den 4. Mann verloren. Eigentlich durch einen blöden Fehler. Und haben gedacht, wenn wir jetzt voll durchziehen zu dritt, dann sind wir gut, dann sind wir schnell. Und was war das Ergebnis? Wir sind volle gefahren zu dritt und haben auf die anderen Teams, die noch zu viert waren, einfach mal 15 Sekunden auf 5 Kilometer verloren, obwohl wir viel höhere Watt pro Kilo getreten haben, alle zusammen. Und das sieht man halt, wie viel das ausmacht, dass man auch in der Gruppe zusammenbleibt. Und ihr müsst halt auch so, ihr könnt euch das vorstellen, wie ein Gummiband, diese 5 Meter. Das ist wie ein elastisches Gummiband. Solange ihr innerhalb von den 5 Meter seid, könnt ihr ein bisschen das ausgleichen. Wenn irgendwo das Gummiband reißt, dann müsst ihr sofort reagieren, müsst sofort funken über Discord. Und sagen, stopp, also nicht abrupt aufhören zu treten, aber gleich einmal einige Watt reduzieren, damit die Fahrer, die abgerissen sind, gleich wieder zurückkommen. Also wenn man dort zu lang wartet und vorne zu schnell weiterfährt, dann geht das Loch immer weiter auf und man muss immer länger warten. Und natürlich, wenn ihr jemanden habt, der nur mitfährt, also nur zuschaut, dann sieht der das umso schneller. Ihr als Fahrer und Fahrerinnen seid natürlich da im Tunnel drinnen und bei Puls 180
sieht man das nicht, ob hinter einem ein Loch aufreißt. Deswegen ist dann sinnvoll und hilfreich, dass man eigentlich da die Anzeige hat am unteren Bildschirmrand, wo der Abstand zum Fahrer hinter einem angezeigt wird. Und oben hat man den Abstand zum Vordermann. Und ganz ein hilfreiches Feature ist auch dieser Kamerablickwinkel. Also den könnt ihr mit der Tastatur steuern. Ihr könnt nach hinten schauen, mit der Ziffer Nummer 6 am Laptop. Und nach vorne schauen, mit der Ziffer Nummer 1. Und so kann zum Beispiel, wenn ich vorne fahre, drücke ich die 6er-Taste, ziehe dadurch, ob ich jemanden verliere. Das heißt, ich kann mein Tempo so anpassen, dass ich, wenn jemand abreißt, dann Tempo rausnehmen kann. Und es ist für starke Fahrer ganz wichtig, dass sie niemand kaputt fahren. Also, dass sie vorne auch nur so schnell fahren, wie die Mannschaft mitfahren kann. Und da hilft schon sehr, wenn man sich mit diesen Tiefbahnen, mit den Kameraperspektiven hilft und damit entsprechend arbeitet. Ihr könnt zwar Perspektive von oben nehmen, das ist dann Nummer 9 oder Nummer 0. Am besten geht es jetzt her und versucht gleich mal auf dem Laptop, wer mit dem Laptop fährt, einmal an verschiedenen Kameraperspektiven, 2, 3, 4, 5, 6 ist von hinten, 7 ist von vorne, das ist nicht so schlau, 8 ist dann schon von oben, 9 ist von oben, von hinten und 0 ist so von der Seite, von hinten. Also es gibt Leute, die fahren immer mit 8 oder 9. Ich persönlich fahre lieber mit 1, wenn ich hinten bin, und mit 6, wenn ich vorne bin. Das hilft mir am besten, aber das Geschmäcker sind verschieden. Da kann jeder für sich ein bisschen experimentieren, was für ihn am besten ist. Und damit kann man halt auch ein bisschen den Überblick bewahren. Für weitere Zeitfahren, jetzt für morgen ist es alles ein bisschen kurzfristig, aber für die Zukunft könnt ihr da schauen, dass ihr jemanden fix einteilt. Als Teamcar, das hilft dann bei den Punkterennen, weil dann kann derjenige, der nur zuschaut, der kann sich halt viel besser noch konzentrieren aufs Rennen, was passiert. Er kann seine Kamera anders einstellen, er kann von anderen Fahrern blenden, er kann schauen, wie ist der Zwischensprint ausgegangen, er kann schauen, wie ist auf Zwiftbauer der Stand im Rennen, wie groß sind die Abstände zwischen den Gruppen. Er kann beim Team Time Trial unter Umständen sogar schon sehen, wie groß ist denn der Abstand zu den anderen Teams, die um einen Sieg fahren oder wie auch immer. Er kann da ein bisschen pushen, ein bisschen Abstände zu anderen Teams durchgeben. Und er kann halt auch ein bisschen drauf schauen, ob das ja niemand in Gefahr ist, dass er seine Leistungsgrenzen überschreitet. Da haben wir letztes Jahr eine große Diskussion gehabt, eben, ob das gut ist, dass immer so ein bisschen die Leistung beobachtet wird und dass man sich nicht aufstuft. Also grundsätzlich zu dem Aufstufen, das ist natürlich schwierig, weil wenn sich jemand halt aufstuft, dann besonders beim Team Time Trial, dann ist halt Disqualifikation für alle. Das ist natürlich die Höchststrafe. Jetzt beim normalen Punkterennen oder wenn es außerhalb von WTL passiert, dann ist es ja nichts Schlechtes. Es ist ja gut, dass sich Fahrer weiterentwickeln und dann
in der nächsthöheren Kategorie fahren, oder? Aber es ist halt auf der anderen Seite natürlich auch schade, wenn es so Mannschaften auseinanderreißt. Und es kann auch frustrierend sein, wenn man dann in der höheren Kategorie halt erstmal fürchterlich abgehängt wird. Das wird meistens so passieren. Und in der Regel seien es immer die leichten Fahrer, die sich halt aufstufen. Oder es passiert den leichten Fahrern halt viel öfter, weil sie halt viel mehr Watt treten müssen, um im Flachen überhaupt dran zu bleiben. Und ein bisschen ein Auge drauf zu werfen, macht schon Sinn. Also ich sage jetzt nicht, dass man absichtlich bremst. Ja? Davon bitte keinen Gebrauch machen. Aber gerade beim Team-Time-Trial müsste halt dann schon so schlau sein und ein Fahrer, der halt leichter ist, auch nicht die ganze Zeit vorne fahren lassen, weil dann ist halt er derjenige, wenn er das leistungstechnisch drauf hat, dass er sich aufstuft, dann ist er halt eigentlich der doppelt Bestrafte, weil erstens wollte er sich nur fürs Team opfern und zweitens wird wegen ihm das ganze Team disqualifiziert. Und da sollte jetzt halt schon ein bisschen dran denken. Und ihr wisst ja, wer überhaupt in der Lage ist oder wer da gefährdet ist. Ja. Und natürlich, wir haben jetzt auch viele Neueinsteiger drinnen auch, wo wir noch gar nicht wissen, wie viel PS quasi unter der Motorhaube drin sein. Da wird es natürlich passieren, dass sich einmal jemand aufstuft. Das ist überhaupt kein Problem, weil dann ist derjenige wahrscheinlich einfach stärker, als wie man eigentlich gedacht hat. Das ist auch kein Problem, überhaupt nicht. Aber natürlich, wenn einmal die Liga läuft und es dann Aufstufungen gibt, dann müssen wir natürlich umplanen, schauen, wie wir mit den Fahrern auskommen und dann tauschen können entsprechend. Und also von daher habt ihr es ein bisschen im Auge und schaut morgen einfach drauf, dass ihr nicht als, dass nicht jeder einfach nur Vollgas fährt, sondern dass ihr wirklich als Team so gut wie möglich zusammenarbeitet. Und diese Zusammenarbeit, die schaut halt so aus, dass sich der Erste wirklich quasi aufopfert und schneller fährt, als er eigentlich Lust hat. Nämlich richtig schnell eigentlich, weil die anderen können in seinem Windschatten halt schon relativ gut sich trotzdem erholen. Und ihr müsst vor allen Dingen morgen immer miteinander funken. Also das Mindeste, was jeder machen muss, wenn er vorne ist, 5 Sekunden bevor er wechselt, muss er ansagen, 5 Sekunden Wechsel. Oder Wechsel in 5 Sekunden. Also nicht nur, besser ist nicht nur 5 Sekunden oder 5, weil Discord braucht immer so eine halbe Sekunde, bis es mal erkennt, wer überhaupt was sagt. Und dann muss es ihm ja erst den Sprachkanal freigeben. Und wenn man nur 5 sagt oder ganz kurz was sagt, dann kommt das bei den anderen oft nicht an. Also, dort lieber 5 Sekunden sagen, weil dann hören die anderen wenigstens nur das 5, geht vielleicht unter, aber das Sekunden kommt wenigstens an. Und dann wissen sie schon, was jetzt los ist in der Regel. Ja? Und das ist das Minimum, dass jeder ansagt, wann er rausgeht. Und das Zweite, was wichtig ist, dass jemand, der halt einen guten Überblick hat und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, immer ein Auge hat, wo sind Abstände. Also am besten ist immer, zum Beispiel, wenn jetzt ein Team ist, wo ein schwächerer Fahrer drinnen ist, dann wäre es das Perfekte, wenn der hinten fährt und gleichzeitig schaut,
und funkt, wenn irgendwo Abstände aufgehen. Dass er gleich Alarm schlagt und sagt, Achtung, Loch zwischen 2 und 3. Und du hast nicht anfangen, oder es ist relativ schwierig, mit Namen zu arbeiten. Ihr könnt es versuchen, aber es ist schwierig, weil Zwift ja auch den Vornamen abkürzt und viele sind neu, kennen sich noch nicht so gut. Macht es vielleicht besser mit der Position einfach, weil damit ist es eher eindeutig, wer gemeint ist. Und schaut, dass ihr in der Reihe fahrt, weil wenn ihr immer so ein Knäuel bildet und alle aufeinander oben pickt, dann bremst es halt wirklich aus. Und dann könnt ihr natürlich mit Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 nichts anfangen, weil dann weiß man es eigentlich nicht genau. Aber der Idealzustand wäre wirklich so, dass ihr schön hintereinander in der Reihe fahrt und dann, wenn irgendwo ein Loch aufgeht, es größer wie 5 Meter wert, dann muss halt derjenige, der da das Loch gerade verursacht hat, beziehungsweise kurzzeitig nicht aufgepasst hat oder hier vorne einfach schneller gefahren sein und da hinten hat es nicht gemerkt. Am besten sofort reagieren, sofort. Achtung, ich muss schneller fahren, ich habe nicht aufgepasst. Achtung hinter mir, ich muss schneller fahren. Dann, damit die anderen hinten auch mitfahren. Weil es nutzt ja nichts, wenn mittendrin ein Loch reißt und der Nächste sprintet, macht das Loch zu, dann ist das Loch einfach hinter ihm und der Nächste hat das Problem. Deswegen müsst ihr immer miteinander kommunizieren und sagen, Achtung Loch, zwischen 2 und 3, weil wenn nichts gesagt wird, dann sieht vielleicht jemand das Loch und denkt sich, da hat es jetzt derjenige gesehen oder fährt er jetzt schneller oder was macht er? Dann ist immer so Unsicherheit da. Und ihr müsst schauen, dass ihr die Unsicherheit rausbringt und in eurem Team Vertrauen schafft. Dass ihr darauf vertrauen könnt, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Dass jeder mit Köpfchen fährt. Auch wenn so Löcher aufgehen, dann bringt nichts mit 15 Watt pro Kilo Brinden anzufangen, weil dann hat einfach der Nächste in der Reihe das Problem. Ihr müsst beim Team Time Trial wie mit Samthandschuhen fahren und euer Tempo nur mit wenigen Watt ändern. Also sprich, wenn ihr mit 2-3 Meter Abstand fahrt und ihr merkt dann, hoppala, jetzt werden die vorne schneller. Jetzt habe ich 3 Meter, 4 Meter, dann müsst ihr anfangen, okay, nicht überreagieren, ruhig bleiben und einfach 30 Watt mehr treten. Und dann schauen, was passiert. Wenn es dann auf 5 Meter geht, müsst ihr dann, Achtung, ich muss sprinten, etc. Und dann müsst ihr nochmal 50 Watt mehr treten und schauen, dass ihr das Loch zubringt, so lang, so dass es nicht über 5 Meter geht. Aber nicht nur, weil es gerade kurzzeitig so ausschaut, dass das Loch aufgeht, sofort mit 15 Watt lossprinten, weil das macht euch müde und euer Hintermann hat dann ein umso größeres Loch. Das heißt, ihr müsst so gleichmäßig wie möglich fahren. Das ist wie mit Samthandschuhen. Und eigentlich reichen, wenn man hinten fährt, wahrscheinlich je nach Kategorie. In der A-Kategorie braucht man wahrscheinlich 250 Watt, in der B-Kategorie vielleicht 200 und in der C-Kategorie 150, abhängig vom Körpergewicht, vielleicht auch weniger, um einfach nur mitzufahren. Und dann reichen 20 Watt mehr oder weniger, um ein Loch zuzufahren oder sich am Windschatten wieder ein bisschen anzusaugen. Das reicht dann aus, um so wechselnde Abstände auszugleichen. Und mit dem müsst ihr versuchen zu arbeiten. Und nicht überreagieren und vor allen Dingen auch nie einfach aufhören zu treten. Das ist auch sowas. Das ist ganz schlecht, weil das verunsichert den Hintermann
Es ist wie im Bulk, wenn ihr Leute vorne habt, in einer Gruppe, die aufhören zu treten, der Hintermann weiß nicht, was kommt, was macht er jetzt als nächstes? Zieht er dann die Bremse oder was macht er dann? Also, eine Grundregel beim Team Time Trial ist eigentlich immer zu treten, wenn man in der Reihe fährt. Der Einzige, der nicht treten darf, ist derjenige, der gerade von vorne nach hinten fällt, weil der kann schon mal kurz aufhören zu treten, damit dieser Sticky Draft möglichst klein ist. Ja, also das ist für denjenigen, der wechselt, der gibt vorne alles, dann punkt er 5 Sekunden, fährt nur 5 Sekunden voll weiter und dann hört er ganz kurz auf zu treten, so 5 oder 10 Sekunden. So lange, bis der Erste an ihm vorbei ist und dann muss er wieder anfangen, damit er hinten einsteigen kann. Aber das hilft dann schon, dass die anderen besser vorbeikommen. Und gerade beim Führungswechsel sage ich noch eins dazu, wenn sie 5 Sekunden funkt, ja, dann kann sich der Zweite schon bereit machen und den Abstand zum Vordermann langsam reduzieren. Also das ist schlecht, wenn der Erste rauswechselt und dann muss der Zweite erstmal 5 Meter ein Loch zumachen. Das ist nicht ideal. Also wenn es zum Führungswechsel kommt, dann schaut, dass ihr ein bisschen näher beieinander seid, dass der Wechsel umso schneller geht. Also das macht das Ganze noch ein bisschen leichter. Weil je weiter eure Mannschaft auseinanderfahrt, umso länger braucht es, bis sich der vorne gewesen ist, hinten einreihen kann. Wenn ihr zu dem Zeitpunkt ein bisschen näher beieinander seid, dann fällt es um einiges leichter. Ich hoffe, das war jetzt halb informativ, es war ein bisschen sprunghaft, so vom Ablauf her. Aber ich glaube, ihr kennt es da sicher beim einen oder anderen Meetup noch ein bisschen probieren, beziehungsweise auch drüber sprechen, beim Warm-up vielleicht für morgen eben auch. Und schaut, dass ihr morgen da einfach ohne Druck an die Sache dran geht. Ihr könnt es nicht falsch machen. Ihr könnt es nur gut machen morgen. Und schaut, dass ihr mit der Mannschaft Spaß habt. Dass ihr immer kommuniziert. Weil wenn ihr immer kommuniziert, dann kann auch nichts passieren. Beziehungsweise war es dann umso leichter, eben auch von Fehler aufmerksam zu machen, als wie wenn man gar nicht miteinander redet. Dann schaut wirklich, dass beim Warm-up schon alle im Discord drinnen sein, dass man wirklich schon 10, 15, 20 Minuten davor alle im Discord hat, weil dann kann man halt auch noch, wenn jemand fehlt, anschreiben über WhatsApp oder Facebook, hey, was ist los? Wo bist du? Wir sind alle schon da. Wenn man das alles 3 Minuten vorm Start macht, dann wird es halt in der Regel ein bisschen stressig, ja, sage ich mal so. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt soweit. Und dass ihr morgen da ein gutes Rennen sozusagen habt. Stefan, vielen Dank. Es war super. Ja, gerne. Danke, schönen Abend an alle. Servus, war super. Danke, Stefan. Schönen Abend. Tschüss zusammen. Guten Abend. Ciao. Tschüss. Ciao, danke. Ciao.